in der Gründe, warum du jetzt hier im Interview bist, sagen ja immer viele in der Sicherheitsbranche, haben ja gar keine Chance und was soll ich da machen und ich komme ja gar nicht vorwärts. Aber auch meine Erfahrung ist ja genau die, die du auch hast, die ich auch schon mit vielen Interviewpartnern hier hatte, dass eben die Sicherheitsbranche sehr durchlässig nach oben ist. Das heißt, man kann mit Willen und mit Fleiß also da sehr weit kommen. Gut, also dann hast du dich für die Sicherheitsbranche entschieden, hast Fachkraft, hast den Meister gemacht, hast dann erst bei einem großen Unternehmen in Nürnberg, dann beim sehr großen Unternehmen in München gearbeitet. Und jetzt sind zwei Fragen, die interessant sind. Zum einen, warum aus dem Security-Bereich in den Safety-Bereich und warum vom Angestelltenverhältnis zum selbstständigen Verhältnis oder zum Selbstständigen? Naja, also ganz kurz, möchte ich noch kurz vorgreifen, was du gesagt hast, dass viele Leute immer sagen, ja, man kann doch nicht und so weiter und es ist so schwer. Also eins will ich vorneweg noch sagen, es ist mir auch nichts in die Wiege gelegt worden. Ich habe auch dafür viel investiert und mit viel investiert meine ich jetzt nicht nur Zeit. Ganz einfaches Beispiel, ich habe, obwohl ich dann Meister für Schutz und Sicherheit war und mit Sicherheit in der Überwachung andere Möglichkeiten gehabt hätte, hatte ich letzten Endes einen Vertrag auf Niveau einer geprüften Schutz- und Sicherheitskraft und das als Meister. Gut, ich habe mich natürlich anders bezahlen lassen, habe das alles mit dem Auftraggeber geklärt, weil der mich haben wollte. Nichtsdestotrotz, es war letzten Endes eine Tätigkeit für eine geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft. Das würden viele Meister gar nicht machen und viele Meister sagen, also mindestens Fachkraft, idealerweise muss es eine Meisterstelle sein. Ja. Und weiterer Punkt, wo ich auch nochmal ordentlich investiert habe, das war dann bei der berufsbegleitenden Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit. Es kostet den Arbeitgeber grundsätzlich nichts, weil das natürlich letzten Endes komplett über die BG laufen lassen kann, über die Berufsgenossenschaft. Ja. In unserem Fall ja die Verwaltungsberufsgenossenschaft. Aber es war halt eben so, dass ich wusste, okay, dann müsste ich mich dann freistellen. Das könnte dann vielleicht nicht so gut ankommen. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich dann wirklich die 1,5 Jahre, ich habe einen kompletten Jahresurlaub genommen. Ne? Und jedes Mal, wenn ich Urlaub hatte, war ich in der Bildungseinrichtung und habe gelernt, gelernt, gelernt. Also außer Arbeiten und Lernen war es in dem Sinne nicht viel anderes. Ja? Also das ist dann halt eben schon ein Preis, den man einfach zahlen muss. Ja, und das ist eben genau der Preis, den viele eben nicht bereit sind zu zahlen. A, wieso soll ich da meinen Urlaub hergeben? B, warum soll ich mich da weiterqualifizieren? C, es gibt ja eh keine Meisterstellen. Und dann kann ich natürlich mit so einer Einstellung komme ich natürlich auch nicht vorwärts. Ja, und dann muss ich halt mal den sauren Apfel beißen, dann muss ich halt mal meinen Urlaub opfern, dann muss ich halt mal Meister sein und auf einer GSS-Stelle arbeiten, um dann halt die Basis zu haben. Aber wie gesagt, warum jetzt der Switch von Security zu Safety? Was hat dich da dran gereizt? Na gut, also ich muss ehrlich gestehen, anfangs, als ich die FASI gemacht habe, da war für mich noch nicht genau klar, ob ich diesen Switch mache, sondern es ging mir einfach darum, weil ich gesagt habe, das Leben besteht aus Wachstum und ich möchte nicht stillstehen bleiben. Also stillstehen, sondern möchte einfach weitermachen. Und die FASI war dann eine gute Möglichkeit und hatte dann dementsprechend in der Ausbildung dann festgestellt, dass es sehr vielseitig ist. Und auch hochinteressant ist, auch einfach von den ganzen Tätigkeiten, wenn man ein bisschen tiefer in die Thematik reingeht, hat man auch für mich festgestellt, okay, gut, es ist vielleicht auch ein bisschen anderes Metier, wenn man mit Menschen dort arbeitet, ja, das macht dann vielleicht doch einen Unterschied, ob ich jetzt beispielsweise, ich sage es mal ganz überspitzt, in einer alten Tätigkeit, Teamleiter im Werkschutz, ich habe ja auch operativ gearbeitet, ob ich da jetzt wirklich Nacht für Nacht durchs Werk laufe und den Verschluss der Fenster sicherstelle, oder ob ich dann halt eben im Safety-Bereich dann wirklich Geschäftsführer, Unternehmer berate, Prokuristen und immer wieder auch mit anderen ja, Personen zu tun habe, mit anderen Individuen. Kein Objekt ist wie das andere. Und ich persönlich, das ist dann manchmal so ein persönliches Empfinden, habe mich da einfach besser aufgehoben gefühlt. Das war dann letzten Endes, dass ich gesagt habe, mir taugt dann der Safety-Bereich dann doch besser als der Security-Bereich, auch wenn der Security-Bereich natürlich sehr viele interessante Tätigkeiten hat. Ja. Nur oftmals sage ich mal, gerade in den vielfältigen Bereichen, wenn ich bei einem Unternehmen bin, sind dann vielleicht die Möglichkeiten dann doch etwas eingeschränkt. Gut. Und jetzt noch die Überlegung vom Angestelltenverhältnis in das Selbstständigenverhältnis. Es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, sich irgendwo als Fachkraft anstellen zu lassen. Was war da der Hintergrund? Ja, der Hintergrund war letzten Endes, dass ich dann irgendwann, lass mich nicht lügen, wann war das? Ich glaube, Sommer 2017 habe ich dann so angefangen, so den Weg in die Persönlichkeitsentwicklung zu finden, habe mich damit auseinandergesetzt, habe
da viele tolle Coaches, sage ich mal, kennengelernt, die sehr inspirierend für mich waren. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr hat es mich auch weitergebracht. Und irgendwann war dann auch so eine Frage, die dann halt gestellt wurde oder ich mir dann irgendwann im Laufe der Zeit gestellt habe, will ich mein restliches Leben für die Ziele anderer Menschen arbeiten oder will ich für meine eigenen Ziele arbeiten? Ja, und klar, es sind natürlich auch gewisse Hürden, es hat auch wieder alles seinen Preis mit Thema Selbstständigkeit, aber man hat einfach doch einfach andere Möglichkeiten, wie man sich entfalten kann, welche Wege man einschlägt, selbst zu entscheiden, was tue ich und was tue ich nicht. Ja? Eben nicht einen Chef zu haben, der sagt, okay, du hast das und das zu machen, sondern auch, wie ich es auch schon gemacht habe, einfach zu sagen, okay, beim Kunden A oder B, es passt nicht. Ja? Und dann beende ich einfach das Verhältnis. Ja, ich bin da nicht gezwungen, da wirklich was zu machen, sondern ich darf in Anführungsstrichen wirklich mein eigener Chef sein. Ja? Es erfordert natürlich gewisse Verantwortung und auch ein bisschen Organisation. Aber wenn man das einmal raus hat, dann ist es an und für sich doch eine wunderbare Sache, finde ich zumindest. Nicht nur bestätigen, ich habe ja denselben Weg gewählt. Gut. Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. Bei dem Gespräch im September, das ja wie gesagt dann leider verschütt gegangen ist, dieses Video, hast du mir ein Buch empfohlen, wo ich dir auch extrem dankbar war, das ich auch im Podcast hier schon empfohlen habe, von Brian Tracy, Keine Ausreden, weil ja viele immer sagen, die anderen sind schuld und ich habe ja eh keine Chance. Und dieses Buch, also es hat mich extrem inspiriert, weil es gibt keine Ausreden. Ja? Wenn du das Buch gelesen hast, hast du keine Chance mehr, irgendwie auszukommen. Was hat dir das Buch gebracht? Gut, es ist letzten Endes gebracht. Also es ist schon so ein bisschen, sage ich mal, so ein bisschen ein Tritt in den Allerwertesten oder sage ich mal doch nur ein bisschen eine schallende Ohrfeige, die auf eine respektvolle Art und Weise dem Leser oder in meinem Fall, ich habe es mal als Hörbuch geholt über Audible, dem Hörer dann halt eben gibt. Und ja, es ist so ein Augenöffner, ja, in dem Leute dann immer sagen, eines Tages werde ich dies machen, eines Tages werde ich jenes machen. Und dann, ja, dann eigentlich dann doch zu verstehen gibt, dass es absoluter Bullshit ist, weil eines Tages heißt letzten Endes nie, entweder du machst es oder du machst es nicht, ja. Und da waren dann doch einige Passagen dabei, auch zum Thema Finanzen, wo ich auch viele Fehler in meinem Leben gemacht habe, oder wo es dann auch mal ums Thema Gesundheit geht oder an andere Sachen, ja, wo einfach wirklich die Augen des Lesers oder Hörers dann wirklich öffnet oder auch bei mir geöffnet hat. Kann ich nur weiterempfehlen. Also ich werde es auch in den Shownotes verlinken und auch ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wenn ich mich entscheiden müsste, ein einziges Buch in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung nur noch zu haben, würde ich genau dieses wählen, weil das ist wirklich komprimiert einfach alles drin und du kommst nicht aus, du hast keine Ausrede hin mehr, wenn du es gelesen hast. Ja? Also von daher, ich kann es allen Hörern nur ganz wärmstens empfehlen. Ist eine ganz feine Geschichte. Wenn man sich damit auseinandersetzen will, wenn man natürlich auf dem Trip ist, ich kann eh nichts ändern und die anderen sind schuld, dann würde das Buch wenig bringen. Ja, es könnte sein, dass sich der ein oder andere vielleicht dann beleidigt fühlt oder so, wenn er dann in die Opferrolle verfällt. Also das ist dann doch schon für Leute, die vielleicht sagen, ich möchte mehr aus meinem Leben machen. Gut, haben wir ja regelmäßig bei Facebook dann so oder in den sozialen Medien allgemein so Leute in der Opferrolle, ja, die dann der böse Chef und immer die anderen und gut, damit kann ich nichts anfangen, du glücklicherweise auch nicht, deswegen ja dieser Kontakt, den wir jetzt da haben. Eben. Ja, David, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in deinen Werdegang. Wie gesagt, das kann definitiv wieder für den einen oder anderen inspirierend sein, auch diese Geschichte jetzt in den Safety-Bereich rein. Hast du zum Schluss noch einen Tipp für unsere Hörer? Ja, ein Tipp für die Hörer, was ich oftmals so in meiner Zeit im Überwachungsgewerbe festgestellt habe, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, dass viele Leute sich nicht weiterbilden, weil sie dann oftmals sagen, ja, wenn es mein Arbeitgeber zahlt oder mein Arbeitgeber fördert mich nicht, ich kann nur sagen, hört auf, euren Arbeitgeber für euren Werdegang die Verantwortung zu übergeben, also selbst verantwortlich, ja. Ich meine, ich habe es auch nicht anders gemacht. Ich hatte jetzt auch zu meinen Arbeitgebern nicht unbedingt immer das beste Verhältnis, da ich nun mal eben nicht immer Ja und Amen gesagt habe. Und ich kann nur sagen, wenn ihr weiterkommen wollt, Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung. Ja. Ich mache jetzt momentan parallel schon etwas länger, aber meist noch den Qualitätsmanagement-Beauftragten.
Ich habe mich jetzt für Ende des Jahres zum Brandschutzbeauftragten angemeldet. Das ist eine sehr kostspielige Ausbildung und bei mir hört das Lernen auch nicht auf. Ja. Wir leben im digitalen Zeitalter. Da ist einfach immer die Frage, was kannst du deinem Arbeitgeber wirklich an Wissen bieten? Ja, und ich kann nur sagen, bildet euch weiter. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Qualifikation ist das A und O, Stichwort lebenslanges Lernen. David, herzlichen Dank und bis demnächst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, jetzt werde ich es ganz schnell speichern.